Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Hagedorn-Saupe. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf über die Drei-Wege-Strategie. Frau Hagedorn-Saupe hat eben schon den langen Titel der Drei-Wege-Strategie genannt. Da fehlt aber noch etwas, nämlich von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden. Und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende. Denn was ich versuche, Ihnen hier vorzustellen, basiert auf einem Konsens, auf einem politischen Konsens derjenigen, die für die Kulturpolitik in Deutschland verantwortlich sind. Das ist deswegen so wichtig, und darauf werde ich gleich nochmal eingehen, weil sich hier auch ein Bewusstseinswandel in der Politik manifestiert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen, dass der postkoloniale Diskurs nichts Neues ist, der beschäftigt uns schon seit geraumer Zeit. Aber dass das so prominent dann auch von der Politik aufgegriffen wird und mit konkreten Maßnahmen unterlegt wird, das ist tatsächlich eine neuere Entwicklung, die ich Ihnen eben auch gleich national und in gewisser Weise auch für die internationale Ebene kurz vorstellen möchte. Und ich beginne tatsächlich, weil es mir wichtig ist, das zu verorten und einen Kontext aufzuspannen. Ich beginne, und ich mache das aber natürlich nur ganz kurz, weil man darüber sehr viel länger auch sprechen könnte. Ich beginne mit einem Zitat aus meinem eigenen Fach, aus der Altorientalistik, aus dem wirklich empfehlenswerten Handbook of Postcolonial Archaeology. Und das ist ein Zitat, was deswegen so wichtig ist, weil es zwei wichtige Punkte macht. Der erste wichtige Punkt ist, Postkolonialismus heißt nicht, das kommt nach dem Postkolonialismus, sondern es heißt, wir sind an einem Punkt, wo wir eine andere Perspektive einnehmen auf das, was der politische Kolonialismus als Praxis getan hat, wo wir versuchen, eine Perspektive einzunehmen, die Perspektive der Opfer ist. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass die Dinge, also die materiellen Dinge, die zum Beispiel in Archiven, in Bibliotheken, aber gerade auch in Museen aufbewahrt werden, natürlich auch mit einem kolonialen Narrativ verknüpft sein können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das muss ich Ihnen nicht sagen. Sie wissen das. Aber lassen Sie uns das noch mal festhalten, weil das der Ansatzpunkt auch für die Drei-Wege-Strategie ist. Und das zweite Zitat, das ich Ihnen mitgebracht habe, kennen Sie wahrscheinlich, es ist von Jürgen Zimmerer, auch das sehr prägnant und sehr gut, weil es auch wiederum zwei Dinge feststellt. Zum einen, Kolonialismus ist auch ein Diskurs. Und wenn wir so über Kolonialismus denken, dann stellen wir vielleicht auch fest, dass der Kolonialismus doch noch nicht vorbei ist, weil ein Diskurs, der auf die Identifizierung vermeintlicher Unterschiede abzielt, der versucht, gegenseitige Abgrenzungen zu schaffen, ja durchaus etwas ist, was uns auch aus unserer heutigen Lebenswirklichkeit vertraut ist. Und der andere wichtige Punkt ist die Frage, welche Rolle spielen eigentlich Museen in diesem Diskurs? Ist das alles schon abgeschlossen oder tragen sie dazu bei, dass bestimmte Stereotypen, bestimmte Sichtweisen perpetuiert werden? Und Jürgen Zimmerer, das wissen Sie, ist in diesem Punkt sehr klar und deutlich. Manche von Ihnen werden das anders sehen, man wird das sicher auch anders beurteilen können im Einzelfall. Aber ich will das erstmal als Einstieg stehen lassen. Ich habe damit begonnen zu sagen, postkoloniale Kritik ist in den Geisteswissenschaften, in den Literaturwissenschaften beispielsweise, aber auch in der Kunstgeschichte oder in den historischen Wissenschaften natürlich etwas, was wir schon sehr viel länger kennen, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. In der Politik ist das Thema erst relativ rezent angekommen, aber eben nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf internationaler Ebene. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Erklärung des Economic Council der West African States, wo es ganz explizit auch um die Rückführung, um die Reparation, Restitution von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten geht. Und zwar in order to restore, preserve and enhance the regional cultural heritage. Da sieht man, dass die Perspektive in den ehemals kolonialisierten Staaten und Territorien doch nochmal eine ganz andere, eine sehr viel persönlichere und regional verankerte ist, als wenn wir nur über Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten sprechen. Und ein Text, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, weil er tatsächlich auch nochmal eine Verbindung zu einem anderen großen Thema herstellt, ist eine Resolution des Europäischen Parlaments on Fundamental Rights of People of African Descent in Europe. Es geht um Fundamental Rights und auch da wird das Thema Public Apologies, Restitution of Stolen Artifacts to their Countries of Origin angesprochen. Und jetzt sind wir sozusagen bei dem Einführungsvortrag des heutigen
des heutigen Vormittags, Declassify Their Colonial Archives. Also hier wird schon das Thema der Transparenz angesprochen. In Deutschland ist das Thema offiziell in der Politik angekommen, würde ich sagen, mit dem Koalitionsvertrag der noch amtierenden Bundesregierung, der das Thema Aufarbeitung des Kolonialismus gleich an mehreren Stellen erwähnt und der Meilenstein, der gewissermaßen auch die Richtung vorgibt, in der gearbeitet werden soll in diesem Bereich, sind die ersten Eckpunkte zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Auch das ein Dokument, was von den kulturpolitisch Verantwortlichen in Deutschland auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene verabschiedet worden ist, was ich Ihnen sehr empfehlen kann, weil es eben einen sehr breiten Bogen auch spannt und versucht, das Thema in seiner ganzen Komplexität abzubilden. Ich gehe nur am Rande auf die Struktur ein. Es gibt eine Präambel und wichtig sind die Handlungsfelder und die Ziele. Und die Handlungsfelder sind insgesamt 6, nämlich Transparenz und Dokumentation. Darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen. Die Provenienzforschung, Präsentation und Vermittlung, die Rückführung, der Kulturaustausch und die internationalen Kooperationen sowie Wissenschaft und Forschung. Wichtig ist, und das gehört sozusagen als Voraussetzung zum Thema Transparenz, wichtig ist die Haltung zur Rückführung, die sehr weitgehend ist. Wir wollen dabei die Voraussetzungen für Rückführungen von menschlichen Überresten und für Rückführungen von Kulturgütern aus kolonialen Kontexten schaffen, deren Aneignung in rechtlich und oder ethisch heute nicht mehr vertretbarer Weise erfolgte. Das ist wirklich eine weitreichende Erklärung und wenn man das sozusagen konkretisiert, wenn man sich überlegt, was bedeutet das, wenn Sie sich zum Beispiel den Leitfaden des Deutschen Museumsbundes anschauen, dann sehen Sie, dass das zunächst einmal ein sehr weitreichendes Bekenntnis zu Rückführungen ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie führt man zurück? Und wenn Sie die ersten Eckpunkte anschauen, dann stellen Sie fest, dass es dort auch immer heißt, wir wollen natürlich nichts ohne die Herkunftsgesellschaften und ohne die Herkunftsstaaten tun. Das heißt, wichtig ist für uns, was soll denn zurückgeführt werden? Wir wollen ja nicht sozusagen unilateral, neokolonial die Dinge nehmen und an einen anderen Ort tragen, sondern das Ganze soll ja Ergebnis eines Austauschs auf Augenhöhe einer partnerschaftlichen Verständigung erfolgen. Und dann ist natürlich die Frage, wie soll denn überhaupt ein Herkunftsstaat oder eine Herkunftsgesellschaft sich darüber informieren, was in deutschen Museen sich befindet? Und da sind wir beim Thema Transparenz. Man muss in einer angemessenen Weise dafür sorgen, dass genau diese Auskunft über das, was sich in deutschen Sammlungen befindet, eben auch gegeben wird. Und zwar in einer Art und Weise gegeben wird, die nicht nur für uns tauglich ist oder für Menschen, die im globalen Norden leben, sondern eben auch für Menschen und vor allen Dingen für Menschen in Herkunftsgesellschaften. Und deswegen formuliert das Kapitel Transparenz und Dokumentation der ersten Eckpunkte. Einmal das Ziel der größtmöglichen Transparenz. Frau Hagedorn-Sauper hat es eben angesprochen. Ich war gerade dabei zu sagen, es geht um größtmögliche Transparenz. Also das, was tatsächlich online verfügbar gemacht werden kann, das soll verfügbar gemacht werden, aber es ist uns allen völlig klar und ich werde nachher auch nochmal auf diesen Punkt eingehen, dass natürlich nicht alles online abgebildet werden kann, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und wie das geschehen kann, da stehen wir tatsächlich erst am Anfang und das ist etwas, was wir vor allen Dingen ja mit den Expertinnen und Experten und vor allen Dingen mit den Herkunftsgesellschaften aushandeln müssen. Aber entscheidend ist das politische Bekenntnis zu größtmöglicher Transparenz und das ist, wenn Sie so wollen, der Ausgangspunkt dann auch für die Umsetzung. Die ersten Eckpunkte haben für mich den sehr sympathischen Zug, dass sie nicht nur über Ziele sprechen und über Möglichkeiten, sondern dass sie auch Maßnahmen benennen. Und eine Maßnahme ist die Prüfung. Und diese Prüfung ist natürlich inzwischen positiv ausgefallen, ob die Deutsche Digitale Bibliothek als zentrale Plattform für die Veröffentlichung von digitalisiertem Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten geeignet ist. Und das ist, wenn Sie so wollen, die Grundlage für die Drei-Wege-Strategie für die Erfassung und digitale Veröffentlichung von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland. Und ich will Ihnen ganz kurz, wenn ich noch 2 Minuten habe, versuchen zu erklären, worin das
politische Problem bestand oder worin die Herausforderung bestand. Denn zum einen ist es ja so, dass die Sammlungsbestände, über die wir hier sprechen, doch schon seit mehreren Jahrzehnten, teilweise seit über 100 Jahren in deutschen Sammlungen sind. Gleichzeitig ist es so, dass der Inventarisierungsgrad dieser Sammlungen oder auch ihr Digitalisierungsgrad, also der prozentuale Anteil der entsprechenden Sammlungsgüter, die im Internet verfügbar sind, doch immer noch relativ klein ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir alle wissen, dass dieses Thema große Dringlichkeit hat. Dringlichkeit nicht nur, weil wir tatsächlich jetzt nach mehr als 100 Jahren versuchen wollen, die koloniale Vergangenheit Deutschlands aufzuarbeiten, sondern Dringlichkeit auch deswegen, weil Rückführungen, wie wir eben gesehen haben, ja nur dann möglich sind, wenn eine transparente Auseinandersetzung über das Vorhandensein von Sammlungsbeständen in deutschen Sammlungen erfolgen kann. Und deswegen hat man sich darauf verständigt, etwas zu tun, was man vielleicht sonst bei einer Strategie nicht tun würde. Da läuft man immer sozusagen auf einem Weg los und sagt, das ist das, was wir tun wollen und da wollen wir hin. Man hat gesagt, nein, wir müssen versuchen, diese unterschiedlichen Herausforderungen und Anforderungen gleichermaßen zu berücksichtigen. Und das tun wir, indem wir drei verschiedene Wege einschlagen. Wir laufen auf diesen drei verschiedenen Wegen gleichzeitig los und versuchen, drei unterschiedliche Anforderungen zu bedienen. Die erste Anforderung ist zeitnahe Ergebnisse. Möglichst schnell das zentral zugänglich machen, was tatsächlich schon im Internet veröffentlicht ist, weil man niemandem zumuten kann, sich durch mehrere Dutzend Internet-Sites zu klicken und zu schauen. Versetzen Sie sich in die Lage eines Menschen in der Herkunftsgesellschaft und zu schauen, was es da konkret an Objekten gibt, sondern der zentrale Zugang, das ist eigentlich der wichtige Gedanke, an einem Ort möglichst niederschwellig, mehrsprachig die Informationen zu haben, die man braucht, um dann gegebenenfalls auch in Gespräche über Rückführungen einzutreten. Der zweite Gedanke ist, wie schaffen wir es eigentlich, mit der großen Menge an Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten umzugehen, die bislang noch nicht oder nur ansatzweise erschlossen sind, die vielleicht nicht einmal inventarisiert sind, die nicht digitalisiert sind und natürlich deswegen auch noch nicht im Internet. Also das ist eine langfristige Aufgabe, das wird uns Jahrzehnte beschäftigen, das ist Ihnen allen klar. Und dann gibt es eine dritte Überlegung und das ist das, was Frau Hagedorn-Saupe ja eben auch schon angesprochen hat, ist nicht das, was wir hier tun, also wenn wir in Deutschland sagen, wir bauen jetzt mal ein großes zentrales Portal und wir tun das am besten mit den Standards, die wir schon kennen, Object-ID, Lido und andere Dinge, ist das nicht eigentlich schon wieder asymmetrisch? Also ist das nicht schon wieder der Versuch, sozusagen Klassifikationen, Systeme, Modelle einzuführen und als gegeben festzusetzen, die nicht unbedingt mit der anderen Seite, mit den Herkunftsgesellschaften entwickelt worden sind. Und man kann ja noch einen Schritt weitergehen. Die Ethnologinnen, KulturwissenschaftlerInnen unter Ihnen wissen das. Es gibt ja auch durchaus Unterschiede in den Epistemologien, in den Terminologien. Das, was wir A bezeichnen, muss ja in einer anderen Gesellschaft, in einer anderen Kultur nicht auch unbedingt als A bezeichnet werden, sondern dafür gibt es ganz andere Konzeption. Es gibt auch unterschiedliche Konzeptionen von Objekten. Wir glauben nicht unbedingt, dass den Dingen etwas innewohnt, dass die Dinge beseelt sind, aber Sie wissen sehr wohl, dass das in anderen Kulturen, in anderen Gesellschaften anders sein kann. Das heißt, dieser dritte Weg, über den ich gleich sprechen werde, ist derjenige, der versucht, sozusagen ein Korrektiv einzubauen zu einem Ansatz, der zu stark eurozentrisch oder der zu stark Konventionen des globalen Nordens bedient. Weg 1, der den Titel Zugang trägt, ist demnach der Versuch, möglichst bald an einem Ort das zusammenzuführen, was ohnehin schon im Internet an entsprechenden Sammlungsbeständen verfügbar ist. Die Idee dahinter war, möglichst schnell auch Ergebnisse zu liefern, denn wenn man jetzt mit den Partnerinnen und Partnern in Afrika spricht und sagt, ja, wir müssen jetzt doch erstmal schauen, wie wir unsere mehreren Millionen Objekte inventarisieren und digitalisieren, das wird alles mehrere Jahrzehnte dauern, das kann nicht sein. Und wir sind ja auch nicht erst am Anfang, sondern es ist ja schon viel digitalisiert, es ist auch schon viel verfügbar und die Idee war, das zentral zusammenzuführen. Das ist etwas, was in wenigen Wochen von der DDB dann auch präsentiert werden wird. Ich werde dazu gleich noch was sagen, wie das konkret funktioniert hat in den letzten Wochen und Monaten.
Der Weg 2, die Transparenz, ist der mittel- und langfristige Weg. Das ist tatsächlich der Versuch einer digitalen Grunderfassung, und zwar einer digitalen Grunderfassung nach vereinfachten Kriterien. Also der Versuch, möglichst pragmatisch, aber basierend auf internationalen Standards, möglichst schnell diese große Generationenaufgabe der digitalen Grunderfassung anzugehen und gegebenenfalls auch die international verwendeten mehrsprachigen Vokabulare zu verwenden. Denn ich habe eine Sache schon eben erwähnt, Mehrsprachigkeit ist natürlich ganz zentral. Und eigentlich wäre es wünschenswert, dass eben nicht nur Deutsch und Englisch in einer Datenbank funktionieren, sondern auch andere Sprachen. Und diejenigen von Ihnen hier auch im Haus, die sich mit Datenbankarchitekturen, Datenbanktheorien beschäftigen, wissen, dass die Mehrsprachigkeit, auch eine automatisch generierte Mehrsprachigkeit, eine der großen Herausforderungen ist, die aber sicher auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gelöst werden kann. Das ist wichtig, um tatsächlich diesen Austausch, diesen symmetrischen Austausch zu schaffen. Und der dritte Weg, die Kooperation, ist tatsächlich die Berücksichtigung dessen, was ich eben versucht habe zu umreißen, nämlich ein Korrektiv eurozentrischer Perspektiven in dem Sinne, dass man sagt, müssen wir nicht, wenn es um die Aufarbeitung, um die Erschließung, um die digitale Präsentation geht, auch darauf achten, dass die Terminologien, die Epistemologien, die Objektkonzeptionen der Herkunftsgesellschaft berücksichtigt werden? Und führt das nicht möglicherweise dazu, dass das, was wir in Weg 2 als Konvention zugrunde legen, wieder aufgehoben oder neutralisiert werden muss, weil wir feststellen, dass das so nicht funktioniert? Das heißt, hier haben wir tatsächlich sozusagen ein theoretisches und auch ein praktisches Korrektiv. Und ich weiß, dass viele ethnologische Museen in Deutschland ja in diesem Sinne auch schon mit Herkunftsgesellschaften zusammenarbeiten. Ich komme zum Schluss. Was ist der aktuelle Stand? Die Landesregierung, der Bund haben insgesamt 25 Einrichtungen nominiert, die an der Pilotphase der Drei-Wege-Strategie teilnehmen. Alle diese Einrichtungen haben Daten geliefert an die Deutsche Digitale Bibliothek. Und die Deutsche Digitale Bibliothek wird in den nächsten Wochen ein Subportal zu Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten launchen, neudeutsch gesagt, in die Welt bringen, dass sie dann auch besichtigen und benutzen können. Das finde ich ist ein wirklich großartiger Erfolg, weil das in ganz, ganz kurzer Zeit geschehen ist mit großer Kooperation der beteiligten Museen. Und es ist sicher, auch wenn es vielleicht, was die Zahl der Objekte angeht, so ist, dass man sagen kann, ja, da gibt es noch Luft nach oben, aber das Signal, was da entsteht, zu sagen, wir haben in kurzer Zeit tatsächlich diesen zentralen Zugang geschaffen, wir haben eine Infrastruktur geschaffen, die einen Austausch über diese Sammlungsbestände mit den Herkunftsgesellschaften ermöglicht und die auch nach und nach ausgebaut und komfortabler wird. Ich glaube, dieses politische Signal ist ganz wichtig. Und jetzt aktuell sind wir, und das ist jetzt die Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten an der Kulturstiftung der Länder, zusammen mit der Deutschen Digitalen Bibliothek und den Einrichtungen dabei zu überlegen, wie man den Weg 2 gut angehen kann. Da gibt es eine Reihe von Herausforderungen, wie Sie sich vorstellen können, nämlich die Vereinheitlichung dessen, was da tatsächlich an Daten aufgeführt und dokumentiert werden soll und wie die Zusammenarbeit funktioniert. All das sind Dinge, die in den nächsten Wochen und Monaten angegangen werden sollen. Und ich will dazu natürlich auch sagen, es ist allen Beteiligten klar, dass die Einrichtungen, die jetzt diese große Aufgabe der digitalen Grunderfassung angehen sollen, dazu finanzielle Unterstützung benötigen werden. Und man kann hoffen, dass in den jetzt anstehenden Koalitionsgesprächen das eben auch ein Thema sein wird, weil ohne das wird es zweifelsohne nicht gehen. Aber wenn man es ernst meint mit der Aufarbeitung der kolonialen Geschichte, wenn man es ernst meint mit der Umsetzung der ersten Eckpunkte, dann muss das sein. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.